Die 12 zum Gruße hier bei Drakensang am Fluss der Zeit. Letzte Folge haben wir die Sache mit dem Ritus abgeschlossen. Und soweit ich es urteilen kann, waren wir recht erfolgreich. Wir haben jemanden davor bewahrt, sich in ein untotes, ewig lebendes Monster zu verwandeln. Und ihn wieder auf den rechten Pfad zurückgeführt. Des Weiteren haben wir, glaube ich, Nottl befreit. Oder aber er wurde durch die magischen Ströme vielleicht aufgelöst, das kann auch sein. Zumindest ist er nicht mehr im Steinkreis. Ob das gut oder schlecht ist, wage ich jetzt gerade gar nicht so zu bewerten. Aber im Moment möchte ich halt einfach herausfinden, ob es denn gut war, und suche jetzt mal seinen Meister auf. Vielleicht ist Nottl ja schon dort. Sollte das gelungen sein, könnten wir auch mal wieder den Kommandanten aufsuchen. Der scheint ja irgendwie wieder eine Aufgabe für uns zu haben. Ah, mal schauen. Und wenn da keine weitere Aufgabe für uns herausspringen mag und wir dann tatsächlich alles erledigt haben, dann könnten wir auch wieder mit dem Schiff losfahren. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es euch wirklich gibt. Es tut mir leid, dass wir euch aufgehalten haben. Meister Rakorium ist manchmal etwas geistesabwesend. Nottl, wo steckst du denn? Lass doch die beiden Herren da. Wir wollen weiter. Bei den Göttern. Hat er etwas schon vergessen, dass wir... Bitte regt euch nicht auf. Ich kümmere mich jetzt um alles. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es euch wirklich gibt. Ja. Es tut mir leid, Hallo, hab Dank für meine Rettung. Als ich spürte, wie die magischen Kräfte abebbten, bin ich sofort zu Meister Rakorium zurückgekehrt. Prima. Hättest wenigstens warten können, bis wir dich nochmal gesprochen haben, aber nein? Okay. Jetzt muss ich mich erstmal um den Zoll kümmern. Die beiden Wächter sehen schon ziemlich mitgenommen aus. Sprecht nochmal mit meinem Meister. Er wird euch sicher belohnen, falls ihr euch wiedererkennt. Na super. Und wenn nicht, besorgst du uns dann die Belohnung? Dafür steckst du denn? Lass doch. Oh, da bist du ja wieder. Und da ist ja auch, Nottl. Ja, es ist mir gelungen, ihn zu befreien. Oh, Gesinde sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste mir schon wieder einen neuen... Ja. Der verliert seine Lehrlinge anscheinend öfters. Na, dann wollen wir mal weiterreisen. Diesmal schaffen wir es bestimmt bis nach Havena. Ich hoffe, Fürst Benain ist über die Verspätung nicht zu ungehalten. Mach dich also bereit und... Aber Meister, was ist mit unserem Forschungsmaterial? Wir können es doch nicht hier lassen. Oh, ach ja, das nehmen wir doch lieber wieder mit, was? Na, dann kommt Nottl. Transversalis! Einen Moment noch, Meister. Ich muss mich noch für meine Rettung bedanken. Hier, das mag euch auf euren Reisen noch nützlich sein. Ihr müsst nur aufpassen, dass... Transversale! Naja, damit wäre die Sache erledigt, oder? Prima Einstellung. Ah ja, kein Reisender, kein Zoll. Klare Sache, oder? Los, gehen wir ein helles trinken. So habe ich mir das gedacht. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Nottls Trank. Unbekannt und nicht immer gleich. Tasche ist immer voll. Okay, dieser Trank hat beeindruckende magische Effekte auf den Körper. Er ist allerdings nicht ganz ausgereift. Und seine Auswirkungen unbekannt und willkürlich. Ob ich den Trank haben will? Ja, will ich. Vielleicht heilt er oder gibt magische Energie zurück. Vielleicht stärkt er uns. Venta ist da recht versuchsfreudig. Und wenn wir schon mal bei Versuchsfreude sind, wir versuchen jetzt noch schnell unseren ehrwürdigen Hauptmann hier aufzusuchen. So.
Da ist er. Kommandant von Hasingen. Seid gegrüßt. Das ist es. Wir können nur Kopfgeld abgeben. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lasst mal sehen. Eigentlich wollten wir es sehen. Wir haben noch keine. Für jedes silberne Emblem bekommt ihr 5 Silber. Alles klar. Das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht von dir. Hat sich also soweit erledigt. Wir haben keine weiteren Aufgaben, die wir direkt erfüllen können. Dann müssen wir eigentlich erstmal Kuano heilen. Na? Dankeschön. Und dann müssten wir uns eigentlich auch schon auf den Weg machen. Aber wohin? Ich finde es immer noch faszinierend, dass hier der Grafikfehler ist. Und keine Brücke da ist. Genau. Wir gehen mal zum Labor. Ja. Wir können einen echten Heiltrank brauen. Das mache ich auch glatt. Ein paar Einbeerensäfte. Oh, sehr schön. Wundpulver, Rüstungspulver. Hey, da machen wir doch mal 3 Stück von. In Ermangelung an Skarabäusköpfen können wir diesen Rüstungspulver nicht öfter herstellen als noch 2-mal. Das ist natürlich blöd, aber so wichtig ist es, glaube ich, auch nicht. Charisma, Klugheit, Intuition, Mut, ja, Körperkraft ist hier nicht dabei und Konstitution. Und das wäre, glaube ich, wichtig, wenn wir Konstitution herstellen könnten. Denn aus dieser Fähigkeit oder aus diesem Trank können wir dann den besseren Bogen für die Feiris herstellen. Na gut, es ist, wie es ist. Reisen wir weiter. Was kann ich für euch tun? Macht doch mal die Thalia abreisebereit. Wo soll es hingehen? Gute Frage. Wir könnten die Elfen nochmal aufsuchen. Wir könnten zum Jagdrevier. Wir könnten zum Bruder Emmeran. Oder nach Nadoret. Oder aber wir versuchen die Queste weiter zu verfolgen und gehen nach Hammerberg. Ich glaube, ich bin einfach jetzt mal für die Queste und wir fahren nach Hammerberg. Noch sind wir gut genug ausgerüstet, hoffe ich. Und deshalb schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ardo war wieder ganz der Alte. Und wir genehmigten uns auf den Schrecken erst einmal ein paar Helle. Als wir zu den Flusspiraten hochschipperten, wurde es so kalt, dass es schneite. Mir juckte schon mächtig die Axt, doch Ardo beharrte darauf, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nun galt es rauszufinden, was mit Mora und der Raulskrone geschehen war. Ja, das wollen wir mal rausfinden. Ha, jetzt werden Sie spüren, wie scharf meine Axt ist. Wir können sie nicht alle richten, mein Freund. Dies ist nicht unsere Aufgabe. Lasst uns zunächst mit ihnen sprechen. Denkt daran, wir wollen Mora finden. Was kommt denn da? Ärger oder Kundschaft? Gut, also hier brauche ich massivst Täuschung. Also brauche ich Kuano. Sie ist einfach unerlässlich wegen ihren Heilzaubern und Heilfähigkeiten. Und er ist im Kampf im Moment stärker und besser ausgebildet als Ardo. Das ist tatsächlich so. Ich brauche wieder die alte Truppe. Ja, bitte. Wie kann ich dir helfen?
Ich brauche wieder die gleiche Truppe. Das ist unglaublich. Ich würde ihn jetzt gern mitnehmen. Was gibt es denn? Aber ich kann nicht. Gut. Muss es halt anders gehen. Was sagt schon? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Zeit ist Gold. Wir sind nichts als einfache Handelsreisende. Das da drüben ist Gamlund. Was geht euch das überhaupt an? Man nennt mich Goldzahn und ich sag euch, was mich eure Vorhaben angehen. Erstens dulde ich hier keine Konkurrenz und zweitens lass ich mir meine Geschäfte nicht kaputt machen. Okay. Und drittens informiere ich meine Freunde, wenn meine Nase mir sagt, dass ihr auf Stunk aus seid. Ihr und euer Anhang da passen hier nämlich nicht recht ins Bild. Und das liegt daran, dass wir ehrliche Leute sind und kein Räuberpack, wie man es hier findet. Ihr könnt mir trauen, okay. Ihr hebt euch ebenso ab wie ich. Leute wie wir machen sich ihr eigenes Recht, nicht wahr? Ja, das klingt besser, wenn wir jetzt hier mehr auf diesen raubeinige Räuberburschen machen. Das ist, glaube ich, das die geeignete Antwort. Mit dieser Einstellung könnt ihr euch sowohl Anhänger als auch Feinde schaffen. Aber Regeln gelten hier für jeden, klar? Was sollen das für Regeln sein? Zwistigkeiten werden auf dem Duellplatz ausgetragen. Außerhalb davon haltet schön die Waffen still. Wenn euch jemand ans Leben will, verteidigt euch. Aber keine Rache und kein Gejammer. Noch Fragen? Ich denke, das lässt sich einhalten. Wollt ihr mit den Buschkleppern ins Schilf? Ja, Quano kennt sich ja Gott sei Dank mit dieser Umgangssprache aus. Und, es anscheinend eine Umschreibung für Flusspirat werden. Ja, wir haben sogar ein Schiff mitgebracht. Und bereits eine rothaarige Frau vorgeschickt, um alles zu klären. Ich glaube, damit meint Amora. Das war tatsächlich kein Zufall, als die Frau aufgegriffen wurde. Als ich sie hier sah, da erweckte sie den Eindruck, als hätte sie alles erwartet. Ich werde dem nachgehen. Falls es zu einem Missverständnis gekommen ist, bedauern wir dies. Doch nun sind wir ja da, um alles zu... Nun, bereinigen scheint mir das rechte Wort zu sein. Ah, ich verstehe. Ihr wollt mit Donnerfaust sprechen, aber ich muss euch enttäuschen. Wir lassen nicht einfach jeden vor. Ich werde schon einen Weg finden. Schließlich bin ich nicht jeder. Moment! Es gibt nur einen Weg, ein Treffen mit Donnerfaust einzurichten. Raus mit der Sprache. Ob ihr bei Donnerfaust vorsprechen dürft, hängt davon ab, ob ihr genug Fürsprecher findet. Nicht irgendwelche Leute, versteht sich, sondern welche mit einem gewissen Einfluss, wie ich. Verstehe, wer hat hier alles Einfluss? Die Ratsmitglieder. Neben mir sind das Eisenschmeck, Witwenfreund, Hakensang und Bardenschreck. Aber glaubt nicht, dass ihr es schaffen könnt, ihre Einwilligung zu bekommen. Die Frau, über die wir sprechen, könnt ihr mir sagen, was weiter mit ihr geschehen ist? Mag sein. Schließlich mache ich wie ihr mein eigenes Recht. Aber warum sollte ich? Ich denke, das wisst ihr. Jemand wie mich sollte man besser auf der eigenen Seite wissen. Möglich. Auf wessen Seite die Frau steht, frage ich mich. Sie ist jedenfalls nicht mehr hier. Wo sie ist, das weiß nur Donnerfaust. Dieser Donnerfaust, ah ja. Seid ihr dann fertig?
Ich möchte mehr über die Ratsmitglieder erfahren. Ja, ja, aber schaffen werdet ihr es trotzdem nicht. Über wen wüsstet ihr denn gerne was? Über euch. Ja, Girtash, Sohn des Gramtax ist mein Name. Und Gold habe ich nicht nur in den Beißerchen. Baue auch Edelmetalle in der nahen Binge ab und organisiere so allerhand lukrative Geschäfte. Zum Beispiel verleihe ich Gold, natürlich nur gegen Zinsen. Da fällt mir ein, ich bräuchte jemanden, der ein paar Schulden eintreibt. Wenn ich das richtig sehe, wollt ihr euch gut mit mir stellen. Das seht ihr Gold richtig. Ja, ja, dann macht euch mal nützlich. Wer seine Raten nicht zahlt, der bekommt Besuch, klar? Ihr kümmert euch doch darum. Wen soll ich besuchen? Der erste ist Kleffer Bodo, ein Hundezüchter. Ihr findet ihn in der Nähe des hinteren Hafens. Ein Sturkopf ist das. Gewaltdrohungen nützen da gar nichts. Und nennt ihn nicht Kleffer. Bei dem zweiten handelt es sich um Radomir, den Tavernenkönig. Dreimal dürft ihr raten, wo ihr den findet. Windiger Bursche, lasst euch keinen Fuchs aufbinden. Und dann wäre da noch Zira, unser zartes Schneeräschen. Die hält da hinten am Haus nach Kundschaft Ausschau und klimpert mit ihren Raja-gefährlichen Augen. Ja, ja. War's das? Wie ihr anfangs schon so treffend bemerkt habt, Zeit ist Gold. Und das Gold rinnt durch die Finger. Ja, ja, durch meine Finger. Vom Kleffer Bodo bekomme ich 12 Dukaten. Von Radomir 11 Dukaten und vom Schneeröschen 8 Dukaten. Macht zusammen 31 Dukaten. Noch Fragen? Nein, eigentlich nicht. Ich möchte aber noch mehr über die Ratsmitglieder erfahren. Wenn ihr meint, dass euch das hilft, über wen? Über Eisenschmeck. Fevin Sorgmann ist ein gefährlicher Mann, ja, ja. Ist schon früh eingestiegen ins Räubergewerbe. Erst Kutschen, dann Schiffe. Wer weiß, was noch alles. Sicher ist nur, dass ihr keine Freude haben werdet, mit ihm zu reden. Er hält sich viel in der Taverne auf, angeblich um Geschäfte abzuwickeln. Erst müsst ihr aber unbedingt mit seinem Bootsmann schwatzen. Ein stinkender Schwarzpelz. Ob ihr das überlebt? Ja, ja, wir werden es sehen. Ist noch was? Ja, noch ein paar Ratsmitglieder habe ich nicht gefragt. Ja, ja, aber schaffen werdet ihr es trotzdem nicht. Über wen wüsstet ihr denn gerne was? Witwenfreund. Rumpo Barschbold. Der Mann, der vom einfachen Söldner zum Kapitän wurde. Wie hat er das gemacht? Ja, ja, würde mich auch interessieren. Steht meist drüben am hinteren Pier, der gerne groß. Fragt ihn doch selbst. Seid ihr dann fertig? Natürlich nicht. Wenn ihr meint, dass euch das hilft, über wen? Badenschreck. Die gute Jadira Cruento ist eine Zahori. Ihr wisst schon, fahrendes Volk. Als sie den alten Wirt hier aufgeknüpft haben, hat sie die Kaschemme übernommen. Da tanzt jetzt alles nach ihrer Musik. Ist noch was? Ja, noch ein Ratschlag. Ja, ja, aber schaffen werdet ihr es trotzdem nicht. Über wen wüsstet ihr denn gerne was? Über Hakensang. Herrscher auf den eigenen Planken ist er, der Timon von Steingrund. Aber wenn er nicht aufpasst, wird er bald auf dem steinigen Flussgrund residieren. Noch findet ihr ihn in der Taverne. Seid ihr dann fertig? Ja, ich bin fertig. Ich will nichts mehr hören. Das klingt alles nicht so ergiebig. Weißt du jetzt, warum man mich den Bussard nennt? Nee, oder? Ist klar, oder? Hm? Klar, weil du wie ein Bussard den ganzen Tag auf dem Holzsteg hier rumstehst und alles beobachtest. Genau, es gibt nichts, was ich nicht weiß. Und wenn doch, dann finde ich's durch kluges Fragen heraus. Kannst dich drauf verlassen. Das heißt, ihn können wir später fragen. Und zwar richtig, nicht so wie Guano es immer gerne macht. Wird gemacht. Seltene Goldmünze.
Nehmen wir mal mit. So, dann reden wir mal mit den beiden hier. Mit Hake. Entschuldigung, ich rede gerade mit jemandem. Später vielleicht. Hast du schon gehört? Und was ist mit Netta Bussard? Tag, gibt's was? Nee, oder? Der Hakensang hat sich, ohne Feuer aufzuteilen, die Beute unter den Haken gerissen. Das macht ja... Na gut, dann lassen wir das Ganze. Das Faustdick hinter den Ohren. Dem entgeht nichts in diesem Ort. Kluge Entscheidung, uns zu Botenjungen zu degradieren, um zu sehen, wie wir uns verhalten. Ein Füchslein, wie es im Buche steht. Toll, dass du ihn bewunderst, Kuano, aber um ehrlich zu sein, ich finde es nicht so gut. Burgumil. Jetzt bekomme ich die Fresse von diesen beiden Schlägern voll. Dann sinkt mein Schiff, weil ich nicht mehr genug Leute hatte. Dann komme ich hierher und die haben mich aus dem Kapitänsrat geworfen. Schon erledigt. Oh, ihr Götter, was kommt jetzt noch? Ein kleiner Taschendieb, würde ich sagen. Ja. Aber Venta möchte auch mit ihm reden. Hey, du da! Du bist doch der Kerl, dem ich damals eins übergebraten habe! Ich erinnere mich. Du hast mich damals zu Beginn meines Abenteuers hinterrücks umgehauen. Ich hasse dich. Nachdem ich dich umgehauen habe, ist alles in meinem Leben schiefgegangen. Dafür kann ich jetzt nichts, oder? Dann erzähl doch mal, ich bin neugierig. Für die Prügel revanchieren. Kein Ärger mit ihm. Ich bin neugierig. Nachdem deine Kumpanen sich eingemischt haben, bin ich abgehauen. Dabei ist in der Eile mein Schiff auf einen von den großen Steinen aufgelaufen. Bin gerade so mit der Nussschale von Beiboote hergekommen. Der Großteil meiner Leute ist abgesoffen. Und das Schlimmste? Vorher hatte ich gute Chancen, in den Rat zu kommen. Aber da sitzt jetzt dieser Hakensang drin und nicht ich. Das ist alles deine Schuld. Jetzt brauche ich wenigstens nicht deine Stimme. Egal. Ich hab Lust, dir jetzt nochmal eine runterzuhauen. Für den ganzen Mist, der wegen dir und deinen Kumpanen passiert ist. Ja, das können wir gerne mal austragen. Du hast mich angegriffen, das heißt, ich verteidige mich nur. Jetzt pass mal auf! Ja? Und das war es eigentlich auch relativ schnell vorbei. Glaube ich. Oder? Ja. Ich hab verstanden. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen. Au! Schon wieder eine blutige Nase geholt. Da hast du's. Wenn du uns noch einmal siehst, dann solltest du einfach die Beine in die Hand nehmen. Ogrim, du lachst in die falsche Richtung. Er steht da hinten. Du hast mich niedergehauen und ich hab dich. Naja, fast niedergehauen. Aua. Warum lasse ich es nicht einfach bleiben? Diese elende Pechsträhne. Elender Fex. Warum habe ich nicht einmal Glück? Immer nur die anderen. Wie du meinst. Oh. Bäh. Von deinem Mundgeruch läuft ja eine Sumpfranze weg. Das sagt ja der Richtige. Ach, ich dachte jetzt, erzählt gerade der Vorgrund irgendwas, aber... Hey da, wart mal. Was machst du hier? Es geht sich gar nichts anderes gut. Hey, nicht so schnell, oder? Da wäre noch was. Bist doch hier wegen was Besonderem. Nun los, kannst mir vertrauen. Du sollst da rausfinden, was hier los ist. Ne? Oder? Das geht dich nichts an. Weil wir haben vorhin schon am Steg gehört, dass das ein Informationssammler ist. Er scheint aber relativ wachsam zu sein. Räumlich. Hey, nicht so schnell, oder? Da wäre noch was. Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich dir eine Frage stelle? Natürlich. Genug. Ach nee, lass mal. Ich frag lieber, als zu antworten. Schluss. Nee, oder? Dann halt nicht, oder? Ja, ich trau dem wirklich nicht.
diesem Knilch. Du bist da einfach auf die Pelle. Hat vorhin schon geprahlt, dass er Informationssammler ist. Ja, also wie gesagt, es ist viel zu kalt draußen für diese Jahreszeit, nicht wahr? Ja, du hast recht. Erstaunlich, dass trotzdem so viele Leute unterwegs sind, oder? Gut. Den beiden traue ich auch nicht. Also hier ist sowieso ein Banditennest. Falscher Goldklumpen. Weil das könnte was bedeuten. Willst du den Schärfenspieler hören? Was spielst du denn so? Lustiges Geklimper mit Münzen gibt's in meinem Geldbeutel, wenn du was kaufen willst. Ich kann auch singen, wenn du was wissen willst. Du weißt ja, reden ist Silber. Lass uns mit Münzen klimpern. Anleitung für Schneidzahn. Ah, das ist eine Wurfaxt. Ah, okay, die brauche ich nicht. Holzbein. Entermesser, Ogerkeule. Mengbilla. Das ist ein ganz, ganz toller Dolch. Aber mit Dolchen kämpfen wir nicht. Wurfkeule. Aha. Fischhaken ist auch nicht so berauschend. Lederschild. Na, eigentlich alles nicht so. Nö. Holzschuhe, Bolzen, alles nicht interessant. Alles nicht interessant. Gut, ich könnte ein paar Münzen da lassen. Das bedeutet nur, dass wir ramschlos werden. Wildschweinfell lasse ich ihm auch mal hier. Nottels Flasche behalten wir noch. Ich könnte. Willst du den Schärfenspieler hören? Mit Informationen handeln. Du brauchst also eine Information. Was willst du wissen? Wie viel kostet denn der Spaß? Diese Frage muss hoffentlich noch nicht bezahlen. Muss ich noch hoffentlich noch nicht bezahlen? 2 Dukaten pro Lied. Ob dir mein Gesang nützlich sein wird, weiß Fex allein. Aha. Wie wär's mit der Wahrheit über einen Lügner? Okay. Das brauche ich alles noch nicht, dafür müsste ich erstmal woanders Informationen herkriegen. Fex verflucht, bei der Eiseskälte frieren einem ja die Griffel ab. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, warum stehst du dann hier draußen? Wer von der Hand in den Mund lebt, muss sich leider an unbequemen Orten herumdrücken. Griffel, Hand. Sag bloß, du verdienst dein Brot mit besonderen Schreibdiensten. Was Praios nicht weiß, macht uns nicht heiß. Nicht wahr? Bietest du jetzt neben falschen Münzen und Briefen auch noch falsche Redensarten an? Das heißt, was Praios nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Praios ist der Sonnengott, du Goblinfurz. Warum sollte er nicht heiß sein? Ist logisch. Und warum sollte uns heiß sein? Mir ist jedenfalls kalt. Heiß wird durch Praios Wissen nur eine Hexe auf einem Scheiterhaufen. Ah ja, sehr auf das Reich. Du bist also ein Fälscher. Der Heller ist gefallen, nicht wahr? Willst du meine Fähigkeiten in Anspruch nehmen? Ich komme unter Umständen später darauf zurück. Also gut, das wissen wir jetzt auch schon. Wir haben hier einen Fälscher und einen Informationshändler.
und was? Ein Dörfler, der gerne mit Korn sprechen würde. Perfekt. Das sagt ja der Richtige. Deine Füße stecken die Tempelkraft. Bei dir, Käse, stecke ich meine Idee. Schon erledigt. Dein Kapitänsemblem trägt. Na? Er ist echt wachsam, obwohl er schnarcht und schläft. Tach. Ich gehe dann mal. Ich glaube nicht, dass er einfach so die Brücke herunterlässt, ohne dass wir ein Passwort oder die Informationen haben, die wir dafür brauchen. Er ist jetzt auch wieder hellwach. Ah, sobald er wach ist, kann man ihn viel besser beklauen. Gut zu wissen. Ja. Das entbehrt einer gewissen Logik, aber gut. Da gibt es einen Krämer, die beiden hatten besucht. Da geht's auf den Hof. Pirat. Okay. Was aber da zu erfahren ist, werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.